Freunde, heute nehme ich euch mal mit und wollte euch meinen Stall zeigen. Wir stehen schon hier davor. Wenn ich meinen Stall sage, ist natürlich nicht mein eigener, aber hier stehen meine Pferde. Das ist so ein eigener kleiner Block. Ich drehe einmal die Kamera und zeige euch, wie es drin aussieht. So, hier seht ihr dann unseren Fünferstall. So heißt er auf der Gut Anstelburg. Wir können jetzt einmal zusammen reingehen. Dann zeige ich euch die Boxen, wie die Pferde stehen und alles drum und dran. Hier vorne seht ihr schon den Laney. Die Pferde sind heute Morgen schon geritten worden und waren auch schon auf der Wiese. Und ich stelle jetzt gleich nochmal eine Abendrunde aufs Paddock. Aber deswegen ist der Laney ein bisschen ungeduldig gerade. Er möchte wieder raus. Genau, rechts in der ersten Box steht der Slarens. Die Pferde werde ich aber auch nochmal im Detail vorstellen für euch. Das ist der Dekudur, steht hinten rechts. Laney in der Mitte. Und dann geht es links weiter mit Bellini und Identity. So, dann gehen wir jetzt einmal durch Laneys Box durch, wenn er uns reinlässt. Die Boxen sind richtig schön groß, sodass die Pferde auch genug Platz haben. Und nach hinten raus haben unsere Boxen alle hier im Fünferstall ein großes Paddock. Das ist richtig schön, die Pferde können rein und raus, wie sie wollen. Und sich hier draußen die Beine vertreten, Fellpflege betreiben oder spielen. Also sie sind super, super gerne draußen. Genau, hier kommt jetzt der Dekudur einmal raus. Rein, Schwarz. Hallo, Mucki. Hallo, Mucki. Da hinten steht das Larens schon. Die Jungs verstehen sich auch alle richtig gut untereinander und natürlich kommen sie auch, wie eben schon erwähnt, zusätzlich noch auf die Sandpaddocks und auf die Wiese und damit sie auch die Möglichkeit haben, sich zu wälzen und anderweitig zu bewegen. Jetzt können wir noch einmal rübergehen und ich zeige euch die andere Seite. Hier drumherum sind auch die Wiesen zum Beispiel schon zu sehen und jetzt kommt hier einmal der Bellini bestimmt einmal raus Hallo sagen. Der steht nämlich in der anderen Eckbox. Hallo. Bisschen schon, ja. So, jetzt haben sie gerade alle ihr Heu bekommen. Genau, dann habe ich hier in der Mitte meinen Putzplatz. Dafür gibt es rechts und links die Anbinder. Und hier ist dann noch der Trensenhänger. Kann ich ja meine Trensen nach der Arbeit alle aufhängen und den Sattelbock. Und hier auf der linken Seite ist die Sattelkammer. Kann ich euch auch einmal zeigen. Sehr unordentlich, aber hier ist auf jeden Fall alles, was man braucht. Trensen und alles drum und dran. Ich möchte auf jeden Fall mal ein Sattelkammer-Makeover machen. Also falls ihr irgendwie Ideen habt, wie wir diese Sattelkammer noch schöner gestalten können, die Sättel und vor allem hier die Schabracken und Decken und so ordentlich sortieren, dann gerne in die Kommentare damit, dann schaue ich mir das mal an. Vielleicht können wir uns ja da was Schönes überlegen. Ja, und gegenüber von der Sattelkammer ist dann die Futterkammer. Da können wir auch mal eben reingehen. Hier haben wir unser ganzes Futter gelagert und die Decken. Auch sehr ordentlich. Da muss ich auch mal dringend aufräumen. Nicht zu vergessen, auf dem Putzplatz haben wir ein schönes Solarium. Das können wir im Winter nutzen. Und hier ist noch meine Putzbox mit den ganzen Sachen, die man so braucht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So viel zu meinem kleinen Stall. Wir werden auf jeden Fall auch eine komplette Stallrundtour machen von der Gut Anstelburg. Genau, da hinten ist auch der Springplatz, Longierhalle und Baumhaus. Ja, gibt viel zu sehen. Da werde ich vor allem mal die Vicky zu animieren, dass sie das mit uns zusammen macht. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst oder Daumen hoch gibt und ja, folgt mir auf Instagram.
Da gibt es auf jeden Fall immer tägliche Einblicke in meiner Story. Und dann bis zum nächsten Mal.